Es reicht. Ah ja, stimmt, Burning Man war ja hier. Stimmt, da war ja was gewesen. Boah! Gott, leck mich am Arsch, Alter. Warum? Ihr Messiecher. Können wir nicht reden, vielleicht? Kommt hier noch jemand? Aua. Scheiß drauf, ich schieße einfach. Warum habe ich so wenige Muni? Okay. Wir sollten vielleicht ein bisschen Munition sparen. Vielleicht ein bisschen entspannter die Sache angehen. Ich meine, es ist ja noch kein Meister vom Baum gefallen hier. Oder vom Himmel. Oder vom Baum. Ja, komm noch. Das meinte ich jetzt so nicht. Okay, das ist nicht gut. Aber hey, wir haben viermal Saft. Ich hoffe einfach, dass wir noch mehr Munition finden. Schnauze. Das sind viel zu viele. Okay, es reicht. Das war eine Blindgranate. Leck mich am Arsch. Oh Gott, jetzt schießen sie auch noch. Es ist alles cool, solange du wild bist. Junge! Geht drauf! Schnauze! Mann! Das ist mir viel zu unentspannt hier, Leute, ne? Ganz ehrlich, ich dachte, wir treffen uns jetzt auf dem Kef. Oh, Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt Stress? Okay. Wie viel Schuss haben wir dafür? Einfach nur 11? Nee. Wir haben ja noch ein paar, ne? Also. Du hast Bock. Du hast Bock. Alter, du dreckiger Mist. Leck mich am Arsch. Habt ihr gerade gesehen, wie der den Pfeil einfach in mein Gesicht reingeschossen hat? Habt ihr es gesehen? Was soll das? Will der mich verarschen? Ich glaube, es hackt. Bis das Käffchen fertig ist, muss Ita noch beschäftigt sein. Das ist richtig. So, bitte gib mir Munition. Junge, was für eine kranke Scheiße. Ich hab gesagt, bitte gib mir Munition. Zählt doch keiner aus, Alter. Irgendwas, was wir uns craften können? Geil. Nichts. Einfach nichts. Rotes Fass. Cool. Ja, das ist ja super einladend, Leute. Danke. Danke für die tolle Geburtstagsparty und Happy Birthday, wer auch immer hier Geburtstag hat. Ich kann leider nicht lang bleiben, weil ich habe noch einen Zahnarzttermin. Deswegen wäre es schön, wenn wir das ein bisschen verschleunigen konnten. Beschleunigen könnten wir. Junge, halt doch einfach dein Maul. Alter, willst du mich verarschen? Moin. Junge. Da unten ist noch Kraut, ne? Alter, du gehst mir auf den Sack. No Scope. Meine Fresse, ey.
Das Spiel ist aber wirklich jetzt noch darauf auf, hier so richtig den kleinsten Funken irgendwie Munition hier noch wegzuballern, ne? So richtig schön alles nochmal hier auf den Sack zu hauen. Ist halt echt so. Was können die überhaupt so gut mit dem Pfeil und Bogen schießen? Was soll die Kacke? Sind die besoffen? Die schießen besser als jede Olympiateilnehmerin oder Teilnehmer. Das ist ein Witz, das ist unrealistisch, Spiel. Alles andere natürlich nicht. Aber hey, wir sind ja nur Itan. Hey, ein rotes Fass, toll. Noch mehr rote Fässer, das ist ja der absolute Wahnsinn. Junge, hier kommt aber sowas von gleich ein Bossfight, ne? Aber 100%. Aber, okay, pass auf. Das bitte. Schnellzugriff. Weißt du was? Scheiß drauf. Ein rote Fässer. Sobald wir an die Tür gehen, ist vorbei. Sobald wir an die Tür gehen, werden wir sowas von begrüßt. Können wir hier hoch? Wir können hoch. Es wird gleich ein richtig schönes Sandwich hier geben, Leute. Oh no. Wie sollte ich das denn machen? Von beiden Seiten? Ach, hör doch auf. Ey, ich habe absolut keinen Bock, ne? Dann ist mir auch langsam zu stressig hier, wirklich. Ey, ganz ehrlich, ich habe mir was anderes vorgestellt und am schönen Wochenende zusammen, Itan. Das funktioniert so nicht. Hi. Natürlich. Junge, leck mich am Arsch. Alter, ihr seid kleine hobbylose Wichser. Schnauze voll. Halt dein Maul! Ich hab gesagt, halt dein Maul! Du bleibst liegen! Alter. Komm schon! Mach doch! Schnauze! Alter, das gibt's nicht. Oh mein Gott! Okay, okay, scheiß drauf. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Schönes Tänzchen. Oh. Haben wir's? Können wir gerade... Okay. Alter, zum Glück habe ich genügend Munition, ne? Sonst wäre ich hier ganz schön am Arsch gewesen jetzt. Aber so richtig. Was ist das denn für ein Begrüßungskomitee? Also von Gastfreundschaft haben die echt noch nichts gehört, Alter. Und wir sind noch nicht mal bei der fucking Fabrik. Was soll der Scheiß? Da lag noch Zeug zum Aufsammeln. Wo? Sammeln wo? Ah. Ja. Ja. Hinter. Alles aufnehmen hier und dann erstmal alles nachcraften. Mann. Das brauchen wir. Zack. Let's go. Ja, dass die auch immer so schreien müssen, weißt du? Stell mal vor, die hätten sowas an einem Sonntag gemacht, Leute. Da wäre aber richtig Polen offen hier. Das kannst du nicht bringen. Alles klar. Ready to rumble. Festung. Sind wir jetzt im Gulag oder was? Die wollen doch nur Liebe. Ja, was mit meiner Liebe? Wo kriege ich die? Ich auch nicht. Ding dong. Ey, wir können speichern. Das ist toll. Ich freue mich voll. Ich freue mich absolut.
Die Liebe von drei Töchtern wollte ich ja nicht. Die haben sie mir nicht mehr angeboten. Also was auch die da immer wieder für eine fucking Shade of Grey Scheiße hier gemacht haben, da war ich nicht dabei, nee. Ich meine, wir können schön Blümchen-Sex und sowas, das ist kein Problem, aber hier so mit Fliegen, von Fliegen fressen lassen oder so? Nee, Alter. Da bin ich raus. Da können sich jemand anderen suchen. Ethan ist dafür nicht gemacht. Wirklich nicht. Und hier geht's nicht weiter hoch, ne? Cool. So. Was ist nu? Und wo ist eigentlich dieser komische Willi? Mit seinem fetten Hammer. Oh nein, rote Fässer. Ich hab so keinen Bock auf rote Fässer. Ich hasse rote Fässer. Das muss ihr Nest sein. Oh, danke, Ethan. Wieder mal richtig fuchserisch von dir. Geile Sau. Muss ihr Nest sein, sagt er. Ist das der Hammer? Oder ist das einfach so ein Ding? Oh nein, der kommt bestimmt jetzt hier an, Alter. Der kommt bestimmt jetzt und will uns töten. Oder ist es vorbei? Alter, hör doch auf. Bitte. Ich muss mal kurz hier hin. Okay, die bleiben, die gehen hier zurück. Okay. Also, wir gehen wieder auf Tonfühlung. Ja, komm mal her. Bitte besuchen Sie uns bald wieder. War vielleicht jetzt ein bisschen Munitionsverschleiß mit den Granaten, aber hey, ganz ehrlich, ehe ich da rumrenne und mich dann jagen lasse, nee, Alter. Da bin ich raus. Echt jetzt? Alter! Junge! Du bist so hässlich! Meine Fresse, Alter. Wie viele kommen denn da von euch, Mann? Was ist denn los? Warum ist dieses Brett hier? Was ist das? Oh, fuck. Okay, schnell zum Fass, schnell zum Fass, schnell zum Fass. Oh, mein Gott. Okay. Okay. Alter. Okay, scheiß drauf. Los, 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 los. Keine Zeit für Spielchen. Ja, moin. Alter, hört doch mal auf. Bitte, es ist wirklich nicht mehr lustig hier. Schnauze, 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 ich möchte nicht, nein, ich möchte nicht, nein, bitte gehen Sie, ich habe keinen Bock. Und Sie auch nicht, bitte, danke. Möchte noch. Ach du Scheiße! Junge, Ethan, bist du wahnsinnig? Bist du eigentlich komplett besoffen? Das ist nicht gut. Oh Gott! Ich kann nicht zurück. Okay, pass auf. Wir haben jetzt eine Möglichkeit. Oh, ich komme trotzdem zurück. Ich dachte, ich kann da nicht runter. Na, komm mal her. Komm. Komm. Das gibt's doch nicht.
Schnauze. Ey, ihr gebt mir so auf den Sack, ne? Ich habe euch noch nie gemocht. Ich habe euch noch nie leiden können. Junge. Was ist denn mit dir? Kann ich jetzt mal ganz kurz durchatmen, bitte? Bitte. 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 Alter. Jo, wie kann man so aufmerksamkeitsgeil sein? Ich verstehe die nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Und für was? Um die ganze Munition dann nochmal neu zu machen. Und jetzt kommen sie wieder neu. Ja, geil. Geiler Typ. Tschüss. Ich habe keinen Bock auf Öppeln. Ich bin absolut nicht bereit. Wirklich nicht. Ich möchte das nicht. Junge, jetzt hau doch mal ab. Danke. Wir sehen uns. Alter, lass mich durch diese Scheißtür. Ich habe die Schnauze voll. Wirklich. Ich habe so die Schnauze voll gerade. Ey. Junge. So. Nice. Haben wir Leben? Brauchen wir nicht mehr. Okay. Perfekt. Oh, wer wartet jetzt? Oder noch mehr? Ey, macht bloß geil. Wir kriegen schon wieder so viel Zeugs. Leute, das endet nicht gut hier. Ich sag's euch, ne? Wir haben hier ein richtig großes Problem gleich. Wir müssen hier gleich richtig Ramazamba machen. Es ist mir scheißegal, aber ich kann das nicht jemand von euch spielen? Ich möchte mich nicht hier durchschnetzeln. Bitte. Kasala, Junge. Thorsten Legert wäre einfach nur enttäuscht von mir gerade. Aber ey, ganz ehrlich. Warum müssen wir auch unbedingt in ihr Öppelnest hier eintreten? Ich meine, wir wollen doch nur zu Heisenberg, Alter. Die Scheiße. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich sag dir, das ist der Typ mit dem Hammer. Das ist der fette Alf. Das ist einfach fucking Alf, Alter. Okay, wir haben noch 6 Kugeln. Ich weiß nicht, was das anrichtet, wenn wir die in die reinballern, ne? Oh Gott. Okay, pssst. Alles cool. Alles entspannt. Es gibt kein Zurück mehr. Auch wo die ganzen Kühe hin verschwunden sind. Alter. Sieht das bei euch genauso aus, Leute, wenn ihr mal lange Zeit nichts zu essen bekommt? Ich fühle mich ja schon ein bisschen daran erinnern. Oh, speichern, let's go. Endlich. Endlich, danke, Spiel. Oh mein Gott. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich in diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Ja, ich deck das jetzt auf, ist kein Problem. Kein Ding. Easy peasy. Das geht ganz fix.
Okay. Eisenberg. Eisenberg. Oh nee. Oh nee, komm. Wie sieht's mit der Munition aus? Das ist doch ein fucking Witz, oder? Komm schon. Da ist wieder so viel Platz. Leute, wir werden jetzt hier richtig schönes Wrestling erleben. Und ich glaube, Ethan wird einfach ein Ringseil werden. Ethan, es tut mir leid. Ich weiß, deine Hand und so hat gelitten, aber... Was für eine Überraschung. Fuck. Okay, Leute. Ich bin absolut nicht ready, ne? Okay, Leute. Es wird Zeit, dass wir den guten Alf mal ein bisschen in den Arsch treten, würde ich sagen. Scheiß auf die Schrotflinte. Und scheiß auf die Pistole. Wir müssen den jetzt richtig Feuer unterm Hintern machen. So gut es geht. Was brauchen wir dafür? Bohrbomben. Das ist nicht gut. Danke, Ethan. Junge, Junge. Okay, warte, 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 warte. Oh Gott! Alter! Okay, pass auf. Alter, was ist mit dem? Hi! Okay. Alles klar, du hast keinen Bock auf Stress. Verstehe ich. Okay, die setzen ihm richtig zu. Zack. Nein, keine Verstärkung, bitte. Och, komm schon. Bitte nicht. Oh, fuck. Komm schon her. Komm, Babyboy. Tanze mit mir. Okay, langsam, langsam, langsam. Ganz ruhig, Kevin. Ethan, wir haben alles im Griff. Wir haben alles im Griff, glaube ich. Glaube ich. Bohrbombe. Alles entspannt. Wir haben noch zwei Schüsse. Okay, wir haben vielleicht doch nicht alles im Griff. Aber ist egal. Na, komm her, Baby. Ja gut, ich glaube, diese Silberkugeln, die sollten wir nicht unterschätzen, ey. Die sind schon krass, Mann. Die sind schon echt krass. Also die ballern schon ordentlich rein. Ich meine, ihr habt es gesehen, wir haben zweimal den in seinen Kopf geschossen. Alter, let's go. Der Fleischhammer, Junge. Schnitzel ist gesaved.
Let's fucking go. Die sind krass, aber so gut wie weg nun. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe noch zwei übrig. Ist mir egal. Ist mir egal. Natürlich ist jetzt durch diesen kleinen Windhauch, der gerade entstanden ist, weil der umgefallen ist, unser Alf, ist jetzt die Tür aufgegangen, ja? Vorher wäre sie natürlich nicht offen gewesen, aber dieser kleine Windhauch war leicht verseucht. Deswegen ist die Tür jetzt aufgefallen, ja? Diese Logik ist so toll. Es ist einfach wunderschön. Okay, pass auf. Ich habe das Spiel durchgespielt. Das war schön für dich. Freut mich. Sei doch glücklich darüber. Oh Mann, ey. Hey, Alf ist weg vom Fenster. Der geht mir sowieso ein bisschen auf den Sack. Der hat dich auch... Alter. Oh mein Gott. Das ist ja sogar richtig einladend tatsächlich. Können wir da von uns ein bisschen was mitnehmen? So ein kleines bisschen, so ein bisschen was rausnehmen und dann so ein bisschen einpacken oder so vielleicht? Nein, das war nicht Hagrid. Das war alles, aber nicht Hagrid. Oh, warte mal. Können wir das vielleicht kombinieren? Nein. Schade. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Fuck, wo ist denn dieser andere Stein für die Kette? Kriegen wir den vielleicht noch? Und das alles nur für den fucking Weg zur Festung, oder? Hä? Oh, wir sind tiefer. Okay, wir sind tiefer. Und ein Schatz ist hier auch noch. Ich dachte gerade, wir laufen einmal wieder zurück, ey. No, let me go! Chris, what the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome